Hallo, willkommen in meinem Schreibhäusli, in meinem Garten. Willkommen in meinem Schreibhäuschen. Ich möchte heute aus Das schöne Leben der Toten vorlesen, aus aktuellem Anlass. Nicht, weil ich denke, wir sterben jetzt alle sofort. Das meine ich nicht. Aber die mexikanische Haltung zum Tod lässt sich auf alle Situationen übertragen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und das, ich glaube, kann man jetzt mit gutem Gewissen sagen. Ich lese kurze Auszüge vor, könnt sie aneinander hängen, könnt sie einzeln hören oder gar nicht. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen trösten oder wenigstens unterhalten, ablenken.